Ja, gut, dann würde ich nämlich sagen, hier oben können wir ja etwas abflachen, vielleicht hier noch eine Schicht hinzu. Das errichten wir hier unser Haus. Wir müssen dann natürlich versuchen, auch ein Bett zu finden, durch das wir unsere Gesundheit, wir müssen auch was essen. Vieles, was ich noch machen muss. Und allen voran diese Nacht überstehen. Das ist noch lange nicht geklärt. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Nacht noch zu Ende. Wenn der nächste Tag beginnt, mache ich dann eine Aufnahmepause, einfach mal, um etwas in der Tasche zu haben, um etwas auf YouTube hochzuladen, was ihr dann ja inzwischen seht, weil ich es ja schon getan haben werde. Futur 2. Boah, deutsche Sprache. Wenn ihr das seht. Oh, scheiße, ich mache mich auch noch selber kaputt. Jetzt ist höchste Alarmstufe. Aber wenn wir das hinkriegen. Deutschland hat es ja gestern Abend. Ich muss dazu sagen, gestern war das Spiel gegen Schweden. Das kann man natürlich durchaus mal erwähnen, denn das war gestern alles andere als ein gutes Spiel. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat gestern Abend nicht nur mich enttäuscht, das war, um es mal freundlich zu sagen, überhaupt nichts, was die gezeigt haben. Also sie haben natürlich 60 Minuten lang gut gespielt, aber was bringen einem 60 Minuten, wenn man danach ein Spiel völlig aus der Hand gibt? Ich war sehr enttäuscht, muss aber auch ehrlich sagen, das 4-4 zum Schluss kam echt mit Ansage. Jetzt fange ich schon wieder an zu kommentieren. Wer mich da kennt in meinen Fußballvideos, so ähnlich wie da, nur viel dramatischer klang es gestern beim Spiel Deutschland gegen Schweden, weil ich wirklich anfing, dieses Spiel mit zu kommentieren. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dazu zu gucken und zuzusehen, wie eine Mannschaft das Spiel völlig aus der Hand gibt. Aber das soll es auch gewesen sein mit Fußball. Ich habe noch so ein paar andere Themen mir mal einfach nur mal angedacht, die ich eventuell einbringen könnte. Eins davon aktuell, wenn auch etwas traurig natürlich, aber ich möchte ganz gerne in der nächsten Folge mal etwas über Dirk Bach sagen, auch über die Reaktion. Also Dirk Bach, das ist jetzt langsam vielleicht auch schon etwas alt, dieses Thema, auch wenn es natürlich sehr traurig ist. Aber es geht mir eher um das darum, wie Reaktionen im Internet in der Gesellschaft waren auf den Tod von Dirk Bach. Denn da war ich teilweise wirklich, ich übertreibe jetzt nicht, ich war erschüttert, welche Gedanken in Leuten über Dirk Bach vorgehen und wie diese teilweise offen geäußert werden. Da haben wir einen Apfel. Den essen wir jetzt einfach mal, um was zu essen. Sehr cool, dass uns das jetzt hier passiert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erschüttert, das zu lesen, wie die Leute diesen Tod von Dirk Bach teilweise aufgenommen haben. Und darüber würde ich ganz gerne mal reden. Das mache ich aber jetzt erstmal, wenn diese Nacht vorbei ist. Ich würde sagen, das ist das primäre Ziel, erstmal hier zu überstehen. Da unten, da lauern sie schon alle. Die lauern hier. Und ich erschrecke mich schon, wenn hier ein Sapling von den Bäumen fällt. Ich kann jetzt einfach mal kommen mit, was wir vorhaben. Es scheint ja im Moment, da unten ist noch ein Apfel. Den sichere ich mir mal. Oh, und gehe ganz schnell wieder hoch. Sammle hier auch nochmal kurz die Erde ein. Und jetzt ist hier echt höchste Vorsicht. Ich muss sagen, ich habe gerade ehrlich ein bisschen Bammel, dass nicht unser erstes Let's Play gleich im Arsch ist. Okay. Scheiße. So, ihr seht also, wie schnell das gehen kann. Wie sehr man sich blamieren kann. Ich versuche jetzt mal ganz schnell diese Stelle wiederzufinden, weil ich habe keinen Bock, hier das so schnell hinzugeben. Also das hier ist diese Blumenwiese, auch eines dieser neuen Biome. Und wenn das hier die Oase ist, dann haben wir es ja auch schon wieder gefunden. Jetzt müssen wir natürlich hier ganz vorsichtig durchgehen. Ich will nur einfach mir versuchen, was zu sichern von den Gegenständen, die wir da gerade verloren haben. Es ist zu geil, ich muss ganz ehrlich sagen, so habe ich das selber nicht eingeplant. Ihr seht, ich bin, da war übrigens eben die Crafting Box, sehr gut das zu sehen. Das bedeutet nämlich, wir sind auf dem richtigen Weg. Ihr habt also gleich den ersten Tod von mir gesehen, könnt auf eurer Strichliste, auf der ihr das Ganze macht, schon mal einen aufschreiben. Ich hoffe, das wird sich bessern. Muss ehrlich sagen, ich muss in dieses Spiel noch wieder reinkommen. Verzeiht mir das, dass das vielleicht jetzt noch nicht das ganze das Pro-Gaming hier ist, das man vielleicht bei einem Let's Play erwartet. Aber draußen
und dieser Mann mit der Kettensäge, der macht mich wahnsinnig, weil ich ständig nicht weiß, ob das vielleicht drauf ist. So, da hinten leuchtet es, das ist ein gutes Zeichen für uns, dass wir nur noch hier rüberkommen müssen, ohne möglicherweise... Scheiße. Ach du Scheiße. Leider bleibt uns weg, bleibt uns weg. Stürzt darunter, stürzt darunter. Gut. Dem hat's wehgetan, das haben wir gehört. Oh, ich mache echt 5 Kreuze hier, wenn diese Nacht vorbei ist. So, bloß nicht an der Schlucht aufhalten. Was kann man machen? Das Ei? Hoch. Hallo. Hallo, spring doch mal. Hey. Ja, okay, also ihr seht, ich muss auch einiges dazu lernen. Das wird natürlich im Laufe der Folgen passieren. Ich hoffe, dass dieser Tod jetzt eine einmalige Sache war. Ich habe auch große Lust, jetzt da hinten wieder zurückzugehen. Wir müssen nur langsam mal rübergehen, um uns unsere Gegenstände wieder zu sichern. Und wir hauen einfach mal ab. Ich habe jetzt keinen Bock, den Tod zu machen. Wir müssen jetzt nur irgendwie runterkommen, ohne gleich wieder so viel abzulösen. Ja, das war's schon. Jetzt machen wir eine riskante Reise. Ihr seht, es wird hell. Die erste Nacht gleich mit dem ersten Tod. Da kann sich vieles noch verbessern. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch darüber. Dann wisst ihr, ich bin heil angekommen. Und ich hoffe, dass ihr dabei seid, mich bei diesem Projekt unterstützt. Vielleicht auch, dass ich durch dieses Projekt ein paar neue Leute finde, die vielleicht von meinen Fußballvideos jetzt nicht ganz so begeistert waren, einfach weil sie nicht an Fußball interessiert waren. Minecraft ist natürlich eine völlige Veränderung. Das ist ein 360 Grad, naja, das ist ja keine Drehung mehr, aber es ist halt einmal völlig rum. Ganz anderes Genre, ganz andere Art. Und wir sehen, wir haben unsere Sachen hier gesichert. Ach du Scheiße. Und dann wäre es beinahe passiert. Und wieder sieht es verdammt schlecht aus. Die Nacht zumindest ist erstmal überstanden. Das Wichtigste ist geschafft. Nur jetzt brauchen wir ein Skelett und der schießt uns in den zweiten Tod. Und da muss ich mal gucken, was man eigentlich alles essen kann. Ich bin da jetzt irgendwie gerade so ein bisschen... Ich bin hier ein bisschen in der Luft, weil einfach hier ist auch kein Tier und so. Vielleicht muss man doch mal rübergehen. Eventuell... von dieser Landschaft loslassen. So schön das hier auch aussehen mag. Ohne Frage. Diese Berge verbunden mit dem Panorama, das ist schon ein Hammer, aber es bringt uns nicht viel, weil hier wenig einfach los ist. Hier sind... Ich bin also irgendwie mit dieser Welt, um ganz ehrlich zu sein, noch nicht ganz so zufrieden. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause, exportiere das Video, das ist immer etwas lästig für mich, muss auch gemacht werden bei allen Sachen. Und sammel die Sachen mal ein und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal in diese Richtung da hinten, das sieht sehr vielversprechend aus. Wir können natürlich hier bleiben. Wir müssen hoffen, dass sie irgendwas mal spawnt. Vergleichbar zum Beispiel ein paar Kühe, die wir einfach mal verwenden können. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, gucken uns mal an, was aus dieser Welt zu machen ist. Hoffe, dass euch die erste Folge gefallen hat. Ausbaufähig vom Gaming hier auf alle Fälle. Das gebe ich auch zu. Es ist für mich was Neues zu reden und zu spielen gleichzeitig. Verzeiht mir anfängliche Nervosität, den Tod. Den vergessen wir am besten. Hoffe, dass ihr dabei seid, wenn ich dann den zweiten Teil hochlade. Ich nehme jetzt wahrscheinlich gleich im Anschluss auf. Bei mir ist gerade keiner zu Hause. Das bedeutet, ich kann etwas mehr aufnehmen. Wie oft dieses Minecraft Let's Play erscheinen wird, weiß ich persönlich noch nicht. Es wird aber nicht täglich erscheinen. Dazu reicht mir einfach meine Zeit im Moment nicht aus. Aber es wird auch vielleicht regelmäßig erscheinen. Da muss ich mal gucken. Bislang ist alles noch sehr unsicher. Ich bin jetzt erstmal gespannt, ob ich vielleicht Reaktionen von euch bekomme. Wäre euch sehr dankbar dafür, wenn ihr gerade so die Aufmache, die Art des Let's Plays
das Spiel an sich, das wollen wir mal etwas ignorieren. Ich sehe, wir verdödeln hier gerade etwas Zeit. Die Sonne ist schon am Mittag. Ich verabschiede mich erstmal, mache jetzt eine Aufnahmepause und hoffe, dass es euch gefallen hat und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ich dann hier in weite Ferne gehe. Möglicherweise finden wir dann auch endlich etwas Nahrung. Ich gucke auch nochmal nach, ob ich gerade irgendeinen Denkfehler mache. Wie gesagt, Let's Play Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen fürs Erste und tschüss, bis zum nächsten Teil, bis zum Part 2, der dann in Kürze folgen wird. Tschüss.